Guten Morgen, willkommen zu einem neuen Kurz angespielt. Ja, es ist lange her, dass ich mal wieder eins gemacht habe. Ja, und heute habe ich mir Xenotic, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich nicht, ausgesucht. Ja, das kann man so als Nachfolger von, oh Gott, Nequix, oder wie auch immer das ausgesprochen hat, ansehen. Also, es ist sehr ähnlich, sage ich mal. Allerdings wurde der Vorgänger irgendwie... hat eine Firma das aufgekauft oder sich eingekauft, weil es kommerziell vermarkten wollte, was auch gemacht wird irgendwie für die Xbox, glaube ich. Und ursprünglich sollte das wohl so aussehen, dass die auch was an die Open Source Community zurückgeben, was sie wohl nicht gemacht haben oder nicht so richtig. Deswegen die meisten Entwickler gegangen sind und das Projekt sich aufgelöst hat und also die freie Version kaufen kann man es wohl noch. Also die kommerzielle Version kann man wohl noch kaufen und die Entwickler der Open Source Variante haben dann mit Xenotic angefangen. Inzwischen in Version 06, wie man hier sieht. Und wir starten einfach mal ein Sofortstartspiel. Einfach weil wir es können und ich habe gerade noch was vergessen und zwar ich wollte die Kantenglättung noch ausschalten, weil das Spiel frisst ein wenig mehr Grafikleistung, wenn man es voll aufdreht. Ja, das wollte ich noch machen. Es läuft okay, es läuft mit 30 Frames, von daher. Mit Aufnahme ist es. Oh. Gerade so. Nein, nicht so ganz. Gerade so ganz groß. Ja, also wie man sieht, Grafik ist schon mal nicht schlecht. Und was ist das überhaupt für ein Spielmodus? Das ist eine gute Frage. Deathmatch gegen einen Bot. Toll. Also ich würde sagen, die Grafik ist schon mal nicht schlecht für einen. Jetzt bist du schon wieder da. Ich versuche was zu erklären, verdammt, geh sterben, komm. Für ein Open-Source-Spiel vor allem nicht schlecht. Kann man sich natürlich auch gratis, also das ist auch Freeware. Kann man sich gratis herunterladen und die Framerate bleibt nicht ganz stabil. Ich weiß nicht, woran es liegt. Könnte die Grafikkarte sein oder auch die Festplatte oder CPU. Das ist immer so eine Sache jetzt. Ach gut, es läuft ohne Aufnahme mit 90 Frames. Könnte also... Naja gut, ich habe natürlich alles auf Maximum gedreht, volle Auflösung. Und ja, wir hatten hier natürlich so... Ja, man könnte so als Unreal Tournament oder Quake 3 doch. Der Schnitt sehen mit allerdings eigenen Grafikmodellen und hauptsächlich für den Online-Modus wohl ausgelegt. Ja, wir haben hier die Standardwaffe, die so gar nichts taugt, aber dafür auch keine Munition benötigt. Und ja, man sieht schon, also der Gegner, wenn er damit kommt, hast du so richtig gewonnen. Wir haben auf 2 die Schrotflinte und jetzt bricht die Framerate mit Eich ein. Moment. Nein, nicht mehr Spieler, den zeige ich nachher noch. Wir drehen mal auf vierfach runter, zweifach. Moment. So, mal gucken, ob es damit besser läuft. Nö, so gar nicht. Oder doch vielleicht. Nein, nicht wirklich. Ach. Komm, mach's aus. Ui. Ich hätte die auch noch mal ausmachen können und würde jetzt schneller neu laden. Aber egal, Karl. Das Ladebildschirm ist schon sehr spektakulär gestaltet. Gucken, ob es jetzt flüssig läuft. Jetzt läuft's schlechter. Ach, leck mich, Spiel. So, egal, wo war ich? Ach, ich habe 2 Schrotflinte. Yeah, man kann schlagen und halt schießen. Man kann mit einer Schrotflinte schießen. Wie überraschend. Warum läuft es so schlecht? Hätte ich die Kantenklettung auch gleich auf 16-fach lassen können. Kommst du her? Ich treffe so gut, ich sehe schon. You suck, yeah. Die Sounds kann man auch abschalten, also dass er diese Sounds dann nach dem Spielen sagt, wir haben Waffe Nummer 3, was haben wir? Einmal Maschinengewehr. Hängt der gerade eben an der Wand oben fest, ich sollte mir Hilfe suchen. Das habe ich nämlich ganz großes Problem. Ach ja, er muss nachladen. Ah. Eine Weile her, dass ich es gespielt habe.
brauche erstmal wieder. Ich will die Waffen noch nur mal demonstrieren. Mensch. Jetzt hatte ich 7. Nach 3 kommt aber nicht 7. Und in diesem wunderschönen Kreis um unser wunderschönes Zielkreuz, das ich ausgesucht habe. Naja, habe ich ausgesucht, deswegen ist es auch wunderschön. Das, was ihr euch aussucht, ist nicht so schön, aber kann man nichts machen. Erkennt man auch, wie viel Munition noch im Magazin ist. Ich kann natürlich auch so einfach nachladen vorher. Das ist geschickt, hm? Ja, das habe ich jetzt geschickt eingeschädelt, ey. Ich will doch mal, was ist das denn? Munition. Gut. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. War das ein Raketenwerfer? Das ist nicht lustig. Ach so, wenn ich 3 drücke, lädt er automatisch nach. Ah. Hier und ich meinen Wassereffekt kommen. Ich kann sogar mal. Wow, ich kann mein Spiegelbild sehen. Ich sehe meine Beine zwar nicht, aber ich sehe zumindest. Es könnte auch einfach nur meine Schuhe sein, so wie die Spiegelung aussieht. Na, Aufschläge sieht man keine, wenn man reinschießt. Okay, das wird, glaube ich, auch ein bisschen too much. Geht gar nicht so. Ich sehe noch irgendwo einen Teleporter. Es gibt hier so coole Teleporter. Und die Musik ist natürlich total cool. Deswegen habe ich es auch hochgeladen. Also Playlists, Spielmusik 2, glaube ich, ist das schon. Und der hat einen Raketenwaffe. Habe ich jetzt endlich Waffe 4? Gibt es hier überhaupt Waffe 4? Das soll ich vielleicht auch mal fragen. Teleporter. Gibt es keine. Darf in keinem guten Shooter fehlen, Teleporter. Also kein Online-Multiplayer-Teleporter-Spiel, ja. Ich weiß, was ich sagen will. Nein, nicht wirklich. Jetzt haben wir Waffe 4. Waffe 4 ist... Granatwerfer, ja. Open Arena. Muss ich auch nicht mal weiterspielen. Okay. Oh, die... Ach ja, die... macht die Granate da? Und bei näherer Betrachtung sieht der Himmel schon ein bisschen scheiße aus. So, Waffe Nummer 5. Kommen wir zu was Besserem, hoffe ich. Hat einmal Normalstrahl und dann irgend so was komisch anderes, granatmäßiges wieder. Geht gar nicht, was du dazu. Das ist. Hä? Wie? Was hat die KI jetzt für einen Aussetzer? Keine Ahnung, ich hatte irgendeinen Aussetzer. Die scheinen allgemein nicht so. Ja, also, wo war ich jetzt gerade? Bei welcher Waffe? 5. 6 habe ich gerade nicht. Wieso? Was? Ich will 7 verdammt. Scharfschützengewehr mit Zoom natürlich. Und direkt wenig Effizienz. Jetzt baut er schon wieder. Mit Nachladeanzeige, jawohl, so muss das sein. Weiß man endlich, wie lange man noch warten muss, bis man noch wieder schießen kann. Ist jetzt zwar nicht wichtig, weil der Gegner einen prinzipiell erschießt, bevor man wieder schießen kann, aber... Hey, ich kann auch vor wieder schießen? Nee. Oder? Moment. Doch, sobald es dreiviertel geladen ist, kann ich wieder... Es ruckelt ein wenig. Ja, das Spiel frisst gut Leistung. Soll ich wieder nur die Scheißwaffen? Jetzt, super, jetzt muss ich die ganzen Waffen wieder suchen. Ich wollte doch nur mal die Waffen demonstrieren. Ich wollte doch nur mal kurz angespielt machen. Das dann wieder 5 Stunden dauert. Wissen wir doch alle. Und Waffe Nummer 8. Das schießt Miniaturrakete oder sowas. Können natürlich auch aufladen. Piep. Toll! Was steht da? Es wird auf Drain gespielt. Bis zu 10 Minuten oder bis 30 Punkte. Dann wechsel halt die Waffe. Komm, geh sterben. Ey! Jetzt getötet oder sie oder keine Ahnung, einfach fortflogen, geht gar nicht. So, und wo hatte er sie, es, was auch immer, die Raketenwerfer vor dem her? Das ist jetzt die Frage.
Von da würde ich jetzt glatt mal sagen. Raketenwerfer. Hatten wir noch nicht. Das sind jetzt der Gegner. Ich will die Teleporter mal zeigen, aber hier gibt es keine Teleporter. Aber ich mag die Wassereffekte. Sogar mit sich ändernde Waffen. In Grafik, sehr schön. Sehr detailverliebt. Ich will gar nicht wissen, wie die Mission 1.0 wird. Hey. Wird. Wahrscheinlich mit noch mehr grafischen Details. Meine alten Grafikkarte konnte ich nicht mal auf mittleren Einstellungen spielen. Das Spiel frisst ziemlich viel Speicher, ja. Hat übrigens keinen alternativen Schussmodus. Hä? Habe ich den jetzt getötet? Scheinbar schon. Nö, er ist bloß verschwunden. Ich verstehe leider nicht, was die gerade sagen. Ich war zu faul, es exakt anzupassen, die Lautstärke. So, bei mehr als 100 zinkt man natürlich ab. Und 100 Panzerung natürlich. So wie sie das gehört in einem guten... Ach, wie nennt man das? Deathmatch, genau. Lass doch mal stehen. Ich will doch nichts tun. Also, nicht direkt. Ich will nur mit Raketen beschießen. So wie man es macht. Macht man bei uns auch. Also, wenn neue Nachbarn einziehen ins Nachbarhaus, dann schießt man... Oh, ich habe gewonnen. Mit 8 Punkten. Ja, man kann hier leider... Ja, hier hat man noch so eine Art Kampagne. Habe ich mal kurz angespielt. Könnte mal kurz spielen, komm. Capture the Flag. Flak. Die Flak. Zweiter Weltkrieg, Capture the Flak. Was ist das denn für eine Map? Ach ja, richtig. Und hier haben wir den Gras wachsen durch die Platten. Okay, das Gras ist jetzt ein bisschen eindimensional. Warum habe ich keine Musik? Okay, an dem das Gras ist ein bisschen scheiße. Und warum habe ich keine Musik? Oh, oben links haben wir übrigens eine Karte. Pff. Wow, und warum geht die Framerate so weit runter? Und warum ist es hier so hell? Okay. Transportpad. Kann ich nicht benutzen. Ich muss mal kurz in die Einstellungen gucken. Zum Glück pausiert das Spiel dann automatisch. Sonstiges. Kann man übrigens die Uhrzeit anzeigen lassen, finde ich sehr schön. Netgraph, nein. Mausbeschleunigung. Kann mir nicht automatisch? Nein, geht nicht. Okay, vergiss es. Ich bin blau, ne? Ich bin blau. Jawohl, ich bin ordentlich blau. Die KI ist allerdings scheinbar etwas beschränkt. Habe ich jetzt direkt mal das Gefühl. Habe ich nicht schwer eingestellt? Naja. Was? Du hast Thunderstorm getötet? Wer ist Thunderstorm? Ach so, der Gegner. Weil ich da oben raus... Geh doch mal weg. Teleportiert worden bin und wir regenerieren uns selbst wieder. Sehr schön. Und ich bin tot. Ganz groß. Du bist einer von meinen. So, punktmäßig. Sieht's gut aus. Frags, Caps, Flaggen. FC getötet. Was auch immer. Ach so, FC? Nee, Flaggenträger? Flaggenkappe? Flexkappe? Keine Ahnung. Ich überlege gerade, was FC heißt. Turns, Punkte. Ich habe 3 Punkte, warum auch immer. Warum ist das zu? Das war doch bei den anderen offen. Verwirrend! Bis 3 Caps, okay, das machen wir jetzt schnell. Also vorausgesetzt durch den Überlebens. Wir haben ja auch durch die Mega-Waffe. Wo ist denn eure Flagge? Was soll denn der Dreck jetzt? Ach, da ist eure Flagge, okay. Warum auch immer die da ist. Yeah. 23 Punkte und der zweite ist Eureka mit 0. Und da haben wir eine neue Waffe. Einmal normale Bälle und einmal
Okay. Einmal keine Munition mehr, sehr gut. Ich habe, glaube ich, einen weiblichen Charakter, stelle ich gerade fest. Gott, das habe ich hier halben Ewigkeit mal eingestellt, weil ich vor, keine Ahnung, einer halben Ewigkeit schon mal aufnehmen wollte. Da war meine alte Grafikkarte noch ein bisschen scheiße war. Hat das nicht so ganz funktioniert und ja. Deswegen habe ich es nicht gemacht, aber ich habe keine Musik, das stört mich total. Warum habe ich hier keine Musik? Yeah. Scores. Die Scores. Okay. Ich sollte mich vielleicht lieber Beavis nennen oder Butthead. Komm, verpiss dich, du scheiß Bot. Ja, Dauerfeuer. Die mögen nicht, dass ich ihre Flagge habe. Jetzt klauen sie mir auch das Zeug. Die macht doch eh nichts damit. Schuflinde? Oder ich weiß nicht, wie genau das teilt sich irgendwie in Bälle. Was ist denn da drin überhaupt? Warum ist das bei uns zu? Und warum habe ich jetzt eine Schuflinde? Und warum ist die KI zu dämlich dahin zu laufen? Okay, wir stellen fest, die KI ist ein wenig beschränkt. Auf schwer in der Kampagne, wenn wir so nennen können. Also ich weiß nur, dass sie im alten Teil deutlich leistungsfähiger war. Gut, das sind noch die ersten Missionen. Gain a Deathmatch, Batze Bots, das like the better now, watch your step. Ich hoffe doch mal, dass die besser sind jetzt. Das eben war ja... erstes Blut. Ja. Manche Sachen sollte man einfach nicht auf Deutsch übersetzen. Ja, komm, ich hab so ein Uzi-Ding oder so immer das sein soll. So viel Schaden, Mann. Oh, guck mal hier. Ah, ich hab gedacht, das Ding zerhäckselt mich irgendwie vielleicht. Wäre lustig gewesen. Gibt's hier mal einen Teleporter? Nein. Damit ich will mal diese coolen Teleporter demonstrieren. Ich finde die cool. Gemacht und so. Aber hier gibt's keine. Warum gibt's hier keine? Komm schon. Warum schon? Das habe ich denn noch nicht demonstriert. Nein, den habe ich auch schon demonstriert. Das liked die besser. Das Einzige, was hier besser ist, ist die Framerate. Nein, ist sie nicht. Irgendwie, ach so, ja, die Map gab es auch schon in Quitz. Und da war das hier noch nicht im Hintergrund, meine ich. Mich zu erinnern, wir nehmen Panzerung mit und Health geht runter, wenn man mehr als 100 hat, so hoch. Panzerung auch. Und das mit einer Geschwindigkeit? Zerfällt einfach, kennt man ja. Wenn man zu viel Panzerung trägt, zerfällt einfach die Panzerung. Deswegen trägt die Polizei auch immer so wenig Panzerung. Deswegen dürfen Soldaten, die in Panzern sitzen, auch keine Panzerung anziehen. Ich habe wieder Musik, fällt mir gerade so auf. Ich hoffe, man hört es. Ich glaube, ich nehme wieder eine andere Waffe. Eine, mit der ich vielleicht auch was treffe. Ja, naja. Der Spieler kennt auf jeden Fall, wenn er die Gegner runterschießt. Tschüss. Was? Bin ich überhaupt schon mal gestorben? Ich glaube nicht. Toll. Die Bots waren? Oder werden erst besser, ja. Später wird es... Also wenn es so ist wie ein Neckwitz, wenn die Bots später so halb unbesiegbar... Yeah. Voll stylisch, wie ich auf dem Fleck rumlauf. Gott. Ich und Deutsch. Last man standing. Will 9 lives left in the game and the goal is not to run out of life before the others do. Und ich habe alle Waffen, wie geil ist das? Komm, das ist doch mal ein Gewehr, hm? Ja, ich kann aber irgendwie auch schon feuern, bevor der Balken wieder voll ist. Soll das so sein? So, was haben wir denn noch nicht getestet? Was haben wir schon? War scheiße. Das war ja nicht schlecht, ne? Ich treffe nur gerade mal wieder gar nichts. Natürlich auch nicht schlecht, so. Wir heizen einfach mal gnadenlos drauf. Irgendwann wird es aufhören, die Munition. Das
Das wird dann nicht so gut. So, 7 haben wir unser Gewehr wieder. Okay, 7 ein bisschen leer. Wow, 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 Baby, was ist denn jetzt kaputt? Wow, was geht denn jetzt ab? What the fuck? Was macht meine Framerate da? Okay, das ist einmal zum Nachladen. Mit 3 Schuss und einem Schuss. Nett. Was haben wir denn noch so im Angebot? Ich muss jetzt mal die Waffen durchgehen. Natürlich noch den Raketenwerfer und die Raketenwerfer. Gut, wir nehmen mal das hier einfach, weil ich... Don't camp, halt die Fresse spielen. Ich verbiete mir das, dass ich campe, ja. Komm, ich habe ein fettes Gewehr. Campt man doch nicht. Okay, ich brauche ein anderes Gewehr. Ich brauche ein fetteres Gewehr, als ich jetzt schon habe. Was brauche ich denn? Ich brauche... Genau. Hoffentlich macht meine Framerate jetzt nicht gleich wieder einen Abkack. Ich gehe jetzt mal ganz tief runter. Move. Macht die gleich wieder wahrscheinlich. Also ohne Aufnahme läuft es flüssig bei mir. Auch mit Kanglerin und allem. Und jetzt... Boah, fick dich! Was geht denn hier ab? Irgendwas mag... Das Spiel mag die Aufnahme, glaube ich, gerade so gar nicht. Ich wollte doch hier nur eine lustige Runde kurz was kurz anspielen, die Map, ja, das Spiel. Kurz anspielen das Spiel und dann passiert sowas. Wie stehe ich denn überhaupt? 5, 5, 5, 8, 8. Na gut, das machen wir noch fertig. Vielleicht auch nicht, weil die Fremde jetzt dauernd sagt. Was ist das? Ach du Scheiße. Ich gehe doch mal weg. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir lassen das mal. Oh, das geht ja gar nicht. Ist das eine Map mit... Ah, die Musik dazu ist wenigstens geil. Gibt's hier Teleporter? Ich will mal demonstrieren, ich finde nämlich irgendwie sau cool. Also so vom Konzept her. Gibt übrigens auch Fahrzeuge, allerdings bisher noch nicht in den Maps integriert, weil die sind noch ein bisschen buggy und so. Ja, es gibt Buggies. Nein. Ja, also wie gesagt, die sind noch nicht so ganz einmal frei in Ordnung und da arbeiten sie noch dran, deswegen gibt es das bisher nur als nur in nicht offiziellen Maps oder nicht in Maps, die oder nur in Maps, die nicht in hey einmal alles bitte noch nicht offiziell im Spiel dabei sind, also muss man sich dann separat herunterladen, was ich jetzt mal nicht gemacht habe. Kann man sich dann später ja nochmal antun. Wir springen mal runter. Ach du, wo du hintrittst. Brauche ich nicht. Ich habe feste Schuhe an. Komm, jetzt gib mir mal so eine Map mit Teleporter. Kenne ich schon. Das sollten sie vielleicht irgendwo arbeiten, dass man auch mal im Singleplayer jede Map anwenden kann, die man möchte. Nicht, dass ich jetzt irgendwie wüsste, wo jetzt ein Teleporter auf welcher Map ist, aber hier mit Glas. Keine Einschusslöcher. Einschusslöcher! Schlecht gemacht, ganz schlechte Grafik. Also ihr seht schon, die Grafik ist hier ganz unterstes Niveau, ganz scheiße ist die Grafik. Nein, diese Teleporterart suche ich auch nicht. Kann sich nur noch um Stunden handeln, keine Sorge. Ja, ich weiß wahrscheinlich nicht. Teleporter sind einfach nur scheiße, aber ich tue jetzt so, als wenn die Mods sich toll wäre, damit alle weiterhin gucken und dann denken, boah, sind die Teleporter scheiße, warum habe ich das mir jetzt angeguckt? Besten Teambeitritt. Oh, Team Deathmatch. Darf natürlich auch nicht fehlen. Aufzug. Aufzug. Gut. Hier haben wir Monitore. Live-Übertragung hier. Yeah. Die Bots spastisch durch die Gegend laufen. Ich habe da so ein sehr robuste Monitore wohlgemerkt. Wow, mit Spiegelung, das ist so krank. Der Raum spiegelt sich dahinter. Das hat man auch nicht in jedem Spiel. Also, da gibt es einige kommerzielle Spiele, die sowas nicht haben. Aktuelle kommerzielle Spiele. Also ich muss sagen, grafisch werden hier schon Akzente gesetzt.
Man kann Demo mit seinem Quake Live einpacken, Mann. Aufzug, nein, Durchgang. Ist awesome. Ja, ja, natürlich bin ich awesome. Das steht ja wohl gar nicht zur Debatte, oder? So, ich gehe doch mal weiter. Door locked? Nee. Und man kann mit Return springen, das sehe ich gerade. Warum auch immer. Warum denn auch nicht? So, hier geht es natürlich nirgendwo raus. Schön, aber ich suche jetzt, nachdem wir jetzt noch diese wunderschönen Spiegelungen im Glas angeguckt haben, suche ich jetzt mal weiter. Was? Client-Version ist mit was nicht kompatibel? Kann es sein, dass ich schon wieder in derselben Map bin? Building? Ja. Mensch! Ich will doch diese total spektakulären Teleporter, die wahrscheinlich kein Schwein beeindruckt, zeigen. Das muss einfach sein. Und eine neue weitere wunderschöne Map. Boah, die Wassereffekte gefallen mir. Auch wenn ich sagen muss, wo auch immer das spielt, die haben sehr sauberes Wasser hier. Hä? Warum leuchtet denn so komisch? Und warum? Na gut, so sauber ist das Wasser anscheinend doch nicht. Nee, es ist mir grau und gräulich. Ich kann mein Spiegelbild darin sehen. Also könnte ich, wenn ich nicht ständig hier wieder runterfallen würde. Mir sind sogar die Spiegelung von dem Objekt da oben. Weil ich sagen muss, dass es nicht ganz korrekt ist. Das Spiegel sieht zu weit da vorne. Wie bin ich denn jetzt überhaupt? Gut, dass die Bots nicht die hellsten sind. Gut. Das können sie wahrscheinlich auch noch beheben. Das Gras ist tatsächlich noch wegen eindimensional, muss man sagen. Aber sonst. Und es scheint keine auf. Ja, es gibt keine. Es prallt gerade Wasser, etwas aufs Wasser auf, weil sogar der Wasserfall ist. Da wo der Wasserfall runterkommt, ist nichts. Mensch, sowas ist doch wichtig. Gras ist total wichtig bei einem Shooter-Spiel. Stärke? Was? Fug? Irgendjemand hat hier gerade einen Orgasmus? Yeah, keine Ahnung, was ich. Activation Power. Mein Weapon hat jetzt Activation Power, stand oben links. Ich weiß noch nicht, was genau das bedeutet, aber ich nehme an, ich mache jetzt derbe viel Damage. Also theoretisch würde ich wahrscheinlich viel Damage machen. Praktisch habe ich so meine Probleme, irgendwas zu treffen. Dann hält denn das noch an? Ah, 3 Sekunden. Oder bin ich einfach nur unsichtbar? Nee, glaube nicht. Hätte ich die Waffe nehmen sollen. Das hätte vielleicht besser funktioniert. Die KI ist doch ein bisschen beschränkt, muss man sagen. So, gut, nächste Map, komm. Warum kann ich die nicht selbst auswählen? Das ist doch kacke. Voll scheiße, das Spiel, spiel's nicht. Es ist total. Gut, wir können jetzt argumentieren, dass es für ein Multiplayer-Spiel ausgelegt, aber das ist jetzt kein Argument. Kann natürlich auch durch die Map fliegen, wenn man das möchte. So wie sie das halt gehört, ne? Und die Map kennen wir doch auch schon. Hab doch mal. So viele Maps gibt. Achso, Client und Server sind kompatibel. Überraschend, wenn ich bedenke, dass ich das Spiel auf meinem Rechner gestartet habe, über den Klienten. Gibt es natürlich auch für Linux. Und hier gibt es 3 Teams. Jetzt übertreibt es mal nicht. Und was? Pushes, Caps, was? Schlüsselträger? The Key! Keys muss man immer sammeln, shootern. Oh, ach, der ist in meinem Team. Ah. Das ist ja einiges. Schlüssel prinzipiell sammeln. Keine Ahnung, was das bringt, aber ich sammle sie halt, ne?
Und dann schießt man den anderen Schlüsselträger, nachdem er mich erschießt. Oder bis 1000 Punkte. Ach, wir bekommen Punkte, wenn man so einen Schlüssel trägt, oder wie? Oder was? Oder 8 Minuten, was? Ich verstehe nicht ganz das Konzept von dem. Wow! Man kriegt Punkte, okay, man kriegt definitiv Punkte, wenn man Schlüssel trägt. Und meine Framerate kriegt keine Punkte, weil sie ständig einbricht. Wow! Ich soll vielleicht nicht. Okay, man bekommt Punkte, wenn man Schlüssel einsammelt. Interessantes Konzept. Beziehungsweise, wenn man es eingesammelt hat. Das war nicht gerade wenig. Interessantes Konzept. Gibt's bestimmt auch in anderen Spielen. Was wollte ich sagen? Ach ja, richtig. Gibt's auch für Linux? Unix sicherlich auch. Mac? Naja. Wer Mac kauft, der kann eh, naja. Mit dem will eh niemand spielen. Also warum soll man Spiele für den Mac herausbringen? Niemand will mit dem Mac-User spielen. Hier liegen Trümmerteile rum. Gibt einmal nach dem Download kann man... Was war das da? Scheiße. Was wollte ich jetzt sagen? Nach dem Download gibt es einmal die SDL-Variante, wo man starten kann des Spiels. Das wird nicht angezeigt, oder? Wird es irgendwo angezeigt, was ich jetzt eingesammelt habe? Ich habe keine Ahnung. Ja. Blutflecken hoch N. Ohne Ende. Und du gibst mir mal einen Schlüssel jetzt, bitte. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich da eingesammelt habe, aber es ist recht blutig. Wo ist jetzt mein Schlüssel hin? Habe ich überhaupt einen Schlüssel? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich bekomme nicht wirklich was mit. Es gibt eine normale Ausführung, die dann über OpenGL, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht, läuft. Und dann noch eine SDL-Variante, warum auch immer man die nehmen sollte. Weil wenn man keine OpenGL... Gibt es noch nicht OpenGL-fähige Grafikkarten? Also auf denen das Spiel auch läuft. Ich wage das ein bisschen zu bezweifeln. Kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Und dann gibt es dasselbe nochmal in einer 64-Bit-Version, die ich natürlich gerade spiele. Für 64-Bit-Systeme. Ich habe keine Ahnung, wie viel Arbeitsspeicher das Spiel hier verbraucht. Ich könnte nachher mal nachgucken. Da gibt es so einen schönen Teleporter, ja. Gut. Capture the Flag, wie es aussieht. Ja, ich kipp gleich mal meine eigene Flagge und bring sie rüber. Könnte man nachprüfen, wie viel Arbeitsspeicher das braucht. Wo war denn jetzt dieser Teleporter? Nee, das ist kein Teleporter. Das ist nur eine Waffe. Nur. Oh, man kann sie auch selbst töten, natürlich. Man kann natürlich auch theoretisch einen. Kann ich da rüberlaufen? Geil. Was? Was heißt die Blue Scores? Ich bin doch gar nicht im blauen Team. Ich kann Blue scoren, das geht gar nicht. Was ist dieser Teleporter? Ich habe ihn noch gesehen. Ich kann auch da runter. Kann ich auch da runter? Ja. Theoretisch kann ich da runter, glaube ich. Theoretisch. Was ist das denn da? Mission? Nächste Frage: Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Was ist das denn für eine Plattform? Ach ja, richtig. Dann konnte man sich... Nein, konnte man nicht. Nein. Das war wohl nur in Neckwind. Wo diese eine komische Waffe durch die Gegend fliegen. Wo ist der Teleporter? Ich habe ihn genau gesehen. Ah, da ist der Teleporter. Guckt hin. Dahinter ist Wand,
beziehungsweise Munition. Wir haben so einen extra Raum und man kann da wunderschön durchgucken. Man kann sich auch in die Mitte reinstellen. Ich glaube, man kann auf Leute von hier aus erschießen. Dummerweise habe ich jetzt kein Gewehr, mit dem ich so weit ziehen könnte. Ich finde die Teleporter sau cool, vor allem wenn man die Gegner dahinter gleich sieht und auch durchschießen kann. Ich finde das cool. Man kann sie auch mitten reinstellen. Jetzt geht er aus und wird gespalten. Finde ich sau cool gemacht. Nö, das war ein Teleporter, ey. So scheiße, ey. Scheiß Spiel, ey. Genauso scheiße wie du. So, jetzt würde ich sagen, wir gewinnen mal. Ey, was? Was zur Hölle? Ich schlag dich tot, komm her. Hey, wo ist er denn hin? Ah. Duell! Was? Wie, was? Wo ist er denn jetzt hin? Du bist meiner von du bist einer von meinen, würde ich sagen. So, jetzt gehen wir mal da runter gucken. Hier haben wir auch so einen Teleporter, oder? Irgendwo, bestimmt. Oh, ich bin nicht beim Blauen. Wie war es? Der Gegner hat meine Flag. Meine Flag. Flagge! So. Flag, Flag, Flag. Mhm. Capture the flag! Ja, yeah, der hat auch so einen Teleport, nur in Blau. Nimm die Flak, die Flugabwehrkanone des Feindes und bring sie zu deiner eigenen. Ich erschieß dich mit meiner Schrotflinte. Also wenn du mich nicht vorher erschießt. Okay. Ich sollte aufhören mit dem Scheiß. Es soll doch nur ein kurz angespielt werden. Das letzte kurz angespielt war über eine Stunde lang. Das war so nicht geplant. So, jetzt machen wir noch mal ein kurzes Mini-Player-Spiel. Multiplayer mache ich natürlich. Spielereinstellungen. Nix. Homitron, rot, rot. Ich habe übrigens verschiedene Modelle. Ha, ich spiele tatsächlich eine Frau. Mit 100 Kilo. Kampfmaschine. Russische Google-Stoßerin wirft Google 200 Meter weit. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, ob das weit ist oder nicht. Die sehen alle irgendwie so leicht scheiße aus. Ja, nein. Was haben wir denn da noch so? Mega? Was? 210 Kilo, jawohl. Komm, bleiben wir bei der RIS. Hier hat man natürlich verschiedene Fadenkreuze noch. Ja, ja, mir doch egal. Für jeden Geschmack was dabei, würde ich sagen. X plus das X markiert die Stelle, wo du graben musst. Ich muss überall graben. Ach, nichts. Ja klar, ich spiele mit nichts. Ne? Was? Keine Ahnung. Ich kann die Größe ändern. Ich sehe es kaum noch. Und die Durchsichtigkeit? Ja, toll, da brauchen sie sich auch gar keins festzulegen, oder? Ich glaube, das sollte doch Minimum sein, nicht Null. Das ist doch voll für den Arsch. Farbe kann man sich definieren selbst. Je nach Health. Yeah. Benutzer definiert. Andere Fragen kurz entstehen. Was haben wir da noch so? Oh Gott. Gegner True Aim. Trübel, wenn du nicht die Wand treffen würdest. Begrüßung des Fadenkreuzes, wenn du den Gegner treffen würdest. Okay. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Machen wir mal aus. Oh, lass uns an. Lass uns mal aus. Was haben wir dann noch? Oh, ja, also wer ganz Sachen einstellt. Ja, Waffe in 3D anzeigen. Waffe links, mittig rechts. Nein, aber nicht automatisch auf die beste Waffe wechseln, weil das immer so eine relative Sache ist. Hut-Einstellungen kann man auch ändern. Jawohl, sofort anwenden. Kann auch Demos aufnehmen, wie es aussieht. Sehr schön. Kann eigenen Server aufmachen. Hoste ein eigenes Spiel. Wobei man da lieber einen richtigen Server. Eben sollte mit am Root unterstützen. So. Filter leer löschen. Wir sortieren mal nach Spielern. Oh, die Pinks sind ja böse. 9000. Ja, der ist offline. Vielleicht soll ich lieber nach Pinks sortieren.
setzt sich jetzt irgendwie keiner drauf? Lol. Ich würde gerne auch mit anderen Leuten mitspielen, also. Physics Balance Changes. Oh Gott. Moment, Vehicle Gameplay? Komm, da gehen wir mal drauf. Und er verbindet, gut. Und er lädt natürlich automatisch die Teilen runter, die man braucht. Mit, naja, 300 kW, 200. Ich habe aber schon wieder einen lahmen Server genommen. 250, na komm, boah. Aber das ist cool. Gut, das hat, haben die meisten neueren. Ich weiß gar nicht, hat Battlefield das inzwischen? Also Battlefield 1942, wo hatte das nicht? Das war scheiße. Battlefield 2 hatte das glaube ich auch nicht, oder? Nee. Counter-Strike Source hat's, das weiß ich. Counter-Strike 1.6 glaube ich auch. Oder? Keine Ahnung, ich hab's. Oder. Ja, also ich meine jetzt die Kaufversion. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sollte man schon haben, weil sonst ist es immer scheiße. Dann muss man die Map-Packs immer selbst runterladen. Das will ja keiner machen und dann, ja. Sterben Spiele aus, ne? Noch schneller, als sie es eh schon tun. Weil man muss ja alle halbe Jahre Nachfolger auswerfen. Ich will mal mit Vehikeln spielen. Ich will mir das mal angucken. Komm schon, werd fertig. Voll lahm hier. Ich will einen schnellen Server. Gut, wahrscheinlich kommt wieder eine. Ich kann nicht mal insgesamt zu schnell laden. Aber das ist ja pink Scheiß. Mir fällt gerade ein, ich lade noch was gerade hoch. Oh, das könnte vielleicht daran liegen. Was ist? Downloading mit 18.000 Bytes? Ich lade gerade mit 18 Kilobyte, 19 Kilobyte die Sekunde was runter. Okay. Mein Ping, jetzt weiß ich auch warum mein Ping so hoch ist. Natürlich, ich lade gerade was hoch. Ich Vollpfosten. Da ist der Ping natürlich scheiße. Ach komm schon. Mein Upload ist hier gerade total dicht. BSP, das kenne ich doch aus CSS. Was ist denn nun los? Komm schon. Komm. Vehicle spawn. Ich will mal Vehicle ausprobieren. Die kenne ich selbst über. What the fuck? Flak Cannon, yeah. Was war das eben? Keine Ahnung. Note to Service Running Xenonic Git Better. You have Xenonic 060. Ja, der lässt möglicherweise. Ach, übrigens, man kann hier auch ganz toll viel erweitert noch. Also, wenn man lieber jeden Befehl einzeln einstellen möchte, lasst euch nicht aufhalten. Steuerung wollte ich noch was eingeben. Und zwar Objekte ziehen, Waffe wegwerfen. Warum soll ich meine Waffe wegwerfen? Bin doch nicht bescheuert. Benutzen. Gibt's hier nicht irgendwo benutzen? Es gibt einen Enderhaken? Cool. Jetpack gibt's auch noch. Eieiei. Haben wir noch nie gesehen. Nein. Ich finde benutzen nicht. Wie benutze ich denn das? Oh, ich habe das Say gefunden. Was? Ah, das kann ich auch aufrufen. Klingt was kompatibel, sehr gut. Schön. Ach, mit Z kann ich schreiben, okay. Wie kann ich dieses Flak-Dings benutzen? Nein, da laufe ich. Aha, say Team ist Y. Und benutzen gibt's nicht, toll. Bin ich bescheuert? Muss doch irgendwo geben. Ich kann es ziehen, toll. Was bringt das ziehen? Ich will das benutzen. Springen, schwimmen. Okay. Ich habe gerade einen Chatbefehl gefunden.
Ah, es sind eh nur Bots drauf, schön, toll. Die gar nichts machen. So. Ich will jetzt mal so ein Fahrzeug benutzen. Das kann ich benutzen. Yeah. Das eiert ein bisschen, weil ich mich bewege. Ich kann auch nicht zeitlich mit dem Ding laufen, super. Aber ich kann springen. So ein bisschen. Nein, die Anzeigen verändern sich nicht. Schade. Haben sie wieder auf Sparflamme die Fahrzeuge gebaut. Ach Gott. Ich kann da auch Dauerfeuer machen. Interessant. Was ist das denn hier? Ich treffe irgendwas. Gefällt mir. Ich habe keine Ahnung, was sie da in die Luft. Was zur Hölle? Ach, ich kann beides gleichzeitig abschießen. Na, ist ja super. Wie kann ich hier wieder aussteigen? Weight 0, Float Control. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Gapling Hook? Gapling Hook? Was the fuck ist der Gapling Hook? Könnte Enterhaken sein. Eretsu. Wie komme ich hier wieder raus? Oh. Gar nicht. Toll. Wunderbar. Auch ein Umfallen scheint mir nicht aufzuhalten. Super, ich will aber diesen Helikopter mal austesten. Na gut, machen sie eben auf die altmodische Art und Weise. Schön, ich steig dann, steige ich aus. What the fuck ist das denn? Oh, das ist eine Zielerfassung. Schön. Spiel. Oh, Auto Get You. Jetzt ist ein gegnerischer Spieler mit da. Noch was soll's. Ich kann nicht seitlich fliegen, das ist kacke. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Kann ich damit ausspringen? Nein, ich hab Boost Power. Könnte man wunderbar das Rennspiel mitmachen. Das verbraucht Munition. Ein Schmarrn. Oh. Dual Plasma. Okay. Sehr unlustig. Aber wie kann ich das benutzen? Wird angegriffen? Emerald S. Wie benutze ich den Scheiß? Kann ich den überhaupt benutzen? Nein. Rote Basis. Kann ich irgendwie das Zeug überhaupt benutzen? Ich finde es. Ich finde schon mal cool, dass es drin ist, auch wenn es eine Taste geben soll, mit der ich wieder aussteigen kann. Oder ich habe sie noch nicht gefunden, das wäre natürlich. Nein. Halte ich für eher wahrscheinlich. Hier sieht man sogar, bis es lang dauert, bis es wieder spawnt. Ich wünschte, meine Bots wären nicht so total nutzlos. Was? So out get you wahrscheinlich. Egal, ich will dieses Ding mal fliegen, wenn ich es fliegen kann, wahrscheinlich nicht, ne? Und für den Fall, dass ich hinkomme, ohne unterwegs irgendwo runterzufallen und zu sterben, was ich auch für unwahrscheinlich halte. Obwohl, könnte doch sogar funktionieren. So, wenn ich jetzt noch herausfinde, wo. Was ist da hinten? Eine Kristallstruktur. Und wechsle immer auf die Waffe, wenn ich rechts drücke. Weil es eben so ist. Stell nicht so viele Fragen. Es ist einfach so. Fertig. So, Waffe wechseln. So, das. Oh, der merkwürdige Maschinengewehr, Raketenwerfer, Dingens, Bumsens. Och nö, die sind wieder da. Also der eine ist wieder da. Ah,
Hey, Moment, der ist doch rot, der sollte doch auf meiner Seite sein. What the fuck? You're shooting me! Warum rede ich jetzt Englisch? Ich habe keine Ahnung. Kann der mich fliegen? Ja, ich brauche einen Gun. What the fuck? Was zur Hölle? Ich habe einen Strahl. Okay, ich kann die Flugposition, die Sitzposition nicht ändern, wie ich feststelle. Da oben ist wieder so ein Krabbeldingsbums. Der andere ist doch vorhin was anderes geflogen. Ping 124. Der lädt vielleicht auch was gerade hoch. Und überall hat es dieselbe Anzeige drin, wie ich gerade sehe, und das Ding fliegt sich so scheiße. Das kann auch nicht links oder rechts fliegen. Doch, es kann. Ich kann mich voll krass zur Seite neigen, ja. Yeah. Und ja. Habe ich schon erwähnt, dass das Ding saulahm ist? Okay. An den Fliegern sollten sie nochmal basteln. Da gibt es ja noch irgendwo eine bessere Variante. Treffe ich den? Nein, aber er trifft mich. Gibt es hier Fallschaden? Ja. Gut, dass wir darüber drüber geredet haben. Treffe ich den überhaupt da aus? Ja, ich treffe ihn sogar. Coole Sache. Ach, ich habe ja noch das Gewehr. Okay, ich bin tot. Gibt's auch mal irgendwas ohne Fahrzeuge? Ich guck mal. Irgendwas, wo ich vielleicht einen Ping von... Okay, jetzt war die Physik geändert, aber wir testen das nochmal kurz. Das ist der Nachteil. Aber wir stellen fest, der Server ist schon schneller. Der schafft knapp 400 kb die Sekunde. Ich hätte vielleicht auf meinem Bruder einen eigenen aufsetzen sollen, dann hätte ich jetzt 2 MB die Sekunde. Theoretisch, wenn ich noch andere mitspielen wollen, dann. Aber solche Leute bannen. Was ist das? Ah, ich glaube, ich weiß was. Nee, hä? Was ist das? Oh Gott, ich weiß, glaube ich, was es ist. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Warum wird hier ständig die Gravitation geändert? Hm, das gab es auch in Neckwitz. Also erstmal war das... Der Geschwindigkeitsanzeige gab es so Rennen. Das war total scheiße irgendwie. Konnte mal Rennen laufen. Und das hier ist einfach... Ach, wie heißt's? Ah, wie heißt denn der Scheiß? Nächste Frage, wie komme ich da rein? Ducken geht noch. Zwei Dinge habe ich gesagt. Ducken. Ja, das ist Dings. Ach, wie heißt's? Jump, irgendwas. Nein, das ist. Nee, das ist einfach nur Rennen. Das ist einfach nur Rennen. Irgendwie seitlich sieht man noch die. Das ist einfach nur Rennen. Ich dachte, das wäre so Dings. Wie heißt das? Bunny? Nee, Bunnyhop nicht. Das ist. Das macht man gar nicht in solchen Maps, aber. Jumping irgendwas. Jump, keine Ahnung. Okay, das ist jetzt nicht so gerade das, was ich spielen wollte. Verdammt nochmal, hier ist doch kein normales. Gibt es einen Fleck? Ich will einfach mal ein Deathmatch spielen. Gehen wir mal mit Spielern. Ist gerade nicht viel los. Gut, ich sage jetzt mal lieber nicht die Uhrzeit, die ich spiele. Wann? Die Uhrzeit, die wir jetzt haben. So, ist das schon vordefinierte Filter? Nein. Kann hier übrigens auch speichern und Info. Ah, Autobild. 24 veränderte Einstellungen.
Hier kann man ja Krypto, das ist noch so eine zusätzliche Sicherheitsding, die man mit runterladen kann und auf seinen Server packen kann, wenn man möchte. Ja, und die ID und der Schlüssel, okay, das ist dann eher. Kennt ihr schon Vayne? German, hey, und ich habe einen Ping von 166. Und der Server ist noch schneller, sehr schön. PK3. Ach komm schon. Can be done. I'm just shit. Das ist schon mal gut. Klingt so, als hätte er nichts drauf. SRKDY kenne ich nicht. Hörst noch nie gehört. Gibt's gar nicht. Ich will einfach nochmal schnell noch ein Multiplayer-Match zeigen. Was heißt hier? Was? Warum kann er nur zwei mitspielen? Wollen die mich verarschen? Ich sollte vielleicht nochmal zu einer anderen Zeit ein. Das ist jetzt. Keine Ahnung, was für ein Server, ich hab nicht aufgepasst. Einer der langsamen ist, der schafft nur 350, 400. Will end as a game when done, ja, toll. Zum Glück ist der Name von dem Datei eben überhaupt nicht lang gewesen. Und warum reden die Englisch auf dem deutschen Server? Komische Leute gibt's. Warum lädt das da so lahm? Was ist das? Sollte so nicht sein, oder? Haben die Entwickler wieder gepfuscht. Komm jetzt auf. Was zu fuck? Was zur Hölle? Der hat keinen Ping, das ist kein Deathmatch. Ach komm. Das ist eine Custom Map. Kennt bei dem hässlichen Auto. Es kommt, musst du jetzt irgendeinen. Nee, auf die war ich vorhin schon drauf, oder? Jetzt ist er eh leer. Toll. Toll, toll, toll. Ich könnte natürlich einfach auf den gehen, da wo ganz viele Leute drauf sind. Der, wo ganz oben ist, aber das wäre langweilig. csprox.dat. Komm schon! Mal kurz ein Multiplayer testen, das ist doch ein Multiplayer-Spiel hauptsächlich. Hauptsächlich. Ich könnte auch noch mal gucken, wie viel Arbeitsspeicher das verbraucht. Ich könnte auch mal die Uhrzeit an. Nein, die Uhrzeit blende ich jetzt lieber nicht ein. Na komm, auf. Hä? Springt das manchmal zurück oder bilde ich mir das nur ein? Nein, das bilde ich mir nicht ein. Toll! Oh, echte Menschen mit, boah, Ping von 33, 233, ja. Was zur Hölle? Die haben ja doch die Waffengrafiken verändert, komm. Was ist das für eine Knarre? Egal. Ist das hier ihr Team? Nein, das ist kein Team. Ich wurde gerade getötet, ich wurde eher in Fetzen gerissen. Was ist das für eine Waffe? Ja, also wie gesagt, man kann das Spiel wohl sehr einfach modden. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Ja. P1X13, ja. Ich habe unendlich Munition, kann das sein? Nein, habe ich nicht. Toll. Ja, ich habe einen getötet. Trotzdem ist Ping von 200. Boah. Okay, ich bin nicht der Einzige, der so einen scheiß Ping hat. Ich glaube, die Runde ist gleich vorbei. Ist diese grüne Waffe was anderes? Nee. Nö, das ist einfach nur eine andere Farbe. Schön. Oh, ich glaube, die Map ist vorbei. Wähle eine Map. Ah, es lädt doch noch. 8-Bit-Arena klingt lustig. Ich habe eine Map gewählt, kein Okay. Okay, man muss kein Okay. Okay, die kenne ich noch nicht. Was?
Soll diese Anzeige irgendwas sagen? Boah. Der Server ist auch ein bisschen lahm. Hm? Nein, doch nicht. Unable to change name. Was? Ich liebe diese Meldung immer, die auftauchen und in 2 Sekunden später wir verschwinden. Das Hauptsache, man kann sie nicht lesen, aber das Hauptsache, sie ist immer da. Man kann sie zwar nicht lesen, aber Hauptsache, sie sind immer da, ne? Yeah. Ach, das ist so Railgun-technisch. Also richtig Railgun. So wie es in Quake 3 war, nicht wie in Quake Live, wo sie nicht mehr Instant Death ist. Wer denkt sich denn sowas aus? Gut, dass ich überhaupt nicht lecke. Irgendwo steht mal. Irgendeine Ladenotiz steht, man soll das Spiel auf keinen Fall mit dem Pinguin über 100 spielen. Aber für einen Pro wie mich ist das natürlich gar kein Problem. Seht ihr mal? Ich treffe selbst einen Ping von 266 noch. Wenn ich tagsüber spielen würde, würde ich vielleicht sogar einen Permeh-Server finden. Oder will ich nicht. Moment mal, filter ich nicht im Prinzip Server, die leer sind? Warte mal kurz. Warum werden die da noch angezeigt? Ah, ach so. Kann aber passieren, cool. Nö, Ping, nö, ich filter sonst nichts. Gibt halt nur Scheiß-Server auf. Ich habe halt noch keinen Server aufgemacht, deswegen gibt es auch keine vernünftigen Server. Ping von 300, ne? Und einer ist noch schlechter als ich mit Ping. Was ist PL? PL 3 rund 1? What the fuck? Ne, im Moment ist nicht rund. Rund wären 2 solcher geschwungenen Dinge, oder? Aber hier gibt es nur eine Waffe. Schön. Ach, ich mag dieses Spiegelung. Das hat nicht jedes Spiel. Es fehlt irgendwie nur noch eine richtige Kampagne. Damit könnte man viel machen mit der Grafik. Das war auch mal im Forum ein Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob das was wird irgendwann mal. Ich glaube fast nicht. Ja, ich glaube, es hat so wenig Sinn. Kills 4, toll. Und sowohl einen noch einen höheren Ping hat als ich. Ich hab doch schon gedrückt. Ja, in der Tür stehen bleiben, das ist natürlich. Ich hätte das vielleicht tun sollen. Wie ich treffe. 19%. Genauigkeit durchschnittlich 0%. Hä? Scheiße. Ja, ich habe einen falschen Ping für so ein Spiel. Zumindest habe ich es so leicht im Gefühl. Hätte natürlich nicht trotzdem nicht auf, trotzdem ganz viele Kills zu machen. Hey, der schreibt. Das bin doch beim Tippen erschossen. Ach, das ist mir doch egal. Jetzt nehmen wir jetzt nicht Rücksicht auf Leute, die schreiben. Das geht ja gar nicht. Steht auch irgendwo mal in dem Ladeding, man soll Leute, die schreiben, nicht erschießen. Ach! So was in Spielen hasse. Kommt hinter einem, spawnt einer oder läuft einer her, wenn man von einer schießt, dann wird erschossen. Geht gar nicht. Hey, jetzt ist er tot. Yeah. Ich geh voll ab schon. Bin voll der Überpro, Mann. Bin der Real Neo, Mann. Gott. Gibt's dafür auch ein Aimbot? Hm.
Könnte ich mal nachschauen im Internet. Hey, ich bin schon drittletzter. Wie viel Kills muss ich überhaupt machen? 30 Punkte. Okay, basierend darauf ist der erste schon 26, also würde ich sagen, ich gewinne noch keine, noch ganz leicht. Halt die Schnauze. Ja. Ich liebe so Instant Death Waffen. Extra Leben, hey. Es gibt ein extra Leben. Ach, leck mich doch. Okay, jetzt ist die Framerate wieder im Keller. Aha, wenn ich so schaue, ist sie im Keller, wenn ich so schaue, nicht. Welchen Platz hatte ich jetzt? Gut, ja. Oh, Evil Space. Nein, Evil Space ist Capture the Flag. Ach, da steht auch noch dabei, was es ist. Oder heißt die Map? Einfach so. Hack. Klar. Netcore ist terrible. Keine Ahnung. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Weil natürlich, er hat gewonnen. Er ist ein Hacker, das ist ganz klar. Kennt ihr irgendjemanden, der im Spielen gewinnt und kein Hacker ist? Gut, wir brechen das hier aber an der Stelle mal ab. Kann man hier nicht einfach komplett... nein. Ich sehe hier gerade... Hey, ich will abbrechen, du Pfosten. Ja, hier sieht man nochmal die Entwickler. Oh Gott, Core Team. Kann natürlich auch scrollen, damit es ein bisschen schneller geht. So, ich kann hier jetzt ganz schnell durchlesen. So, warte ich. Okay, allein wie viel das Kernteam. Und allein wenn man sieht, wie viel da so an den ganzen einzelnen Dingern gearbeitet hat. Ja. Okay, dann kommt noch Game Engine, Translator. Also es gibt auch in verschiedenen Sprachen, wenn jemand es lieber in Russisch oder so will. Und dann noch mehr, oh Gott. Kann man sich ja vorstellen, da haben schon einige dran gearbeitet. Nette Map. Nett. Doch mal ein Server auf. Was war das denn? Das ist doch kein Jump-Pad. Das ist der lächerliche Versuch, ein Jump-Pad. Jump-Bed. Das ist ein Jump-Pad. Okay, es reicht. Ich hab gesagt, es reicht. Kann ich auch einfach wieder rausklicken. Für den Level gibt es hier keine Ahnung. Ja, egal. Das war's mit kurz angespielt von Xenodic. Mal wieder ein neues Video gemacht. Das ist wahrscheinlich schon wieder 200 GB groß, weil die Aufnahmequalität so hoch ist. Oder ändere. Aber mit Sonderzeichen kommen sie noch nicht so klar, habe ich das Gefühl. Ändere die Spieleinstellungen. Ja, R, Ö und Ü fehlt da irgendwie. Das ist bestimmt gewollt. Ja, also hier kann man auch Grafik einstellen, ne? Auflösung natürlich voll. Nein, Effekte da, wo man hin, ja. Wahnsinnig, also. Beim Laptop kann ich es vielleicht spielen, wenn ich alles auf Minimum drehe. Also, wenn ihr eine aktuelle Grafikkarte habt, ne? Bewegungsunschärfe habe ich ausgemacht, weil das Bewegungsunschärfe ist immer scheiße. Lustig ist, wenn man auf Ultra klickt, ist es nicht mal alles auf hoch. Sau lustig. Keine Ahnung, warum das so ist, aber. Ist halt so, ne? Ja. Hier hat fast alles irgendwas. Ja. So. Ich drehe hier mal wieder auf und sofort anwenden. Hui, jetzt lädt alles schnell nochmal neu. Es geht aber recht schnell, muss man sagen. Gut, ich benutze auch die 64-Bit-Version. Und ich wollte nochmal gucken, wie viel Arbeitsspeicher das braucht. Es braucht so viel Arbeitsspeicher, dass es gleich mal abgestürzt ist. Nein, also keine Ahnung, ist es erstmal abgestürzt. 700 MB brauchst eben. Gut, wie es ist, wenn wir länger spielen, kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil es eben abgestürzt ist. Super Spiel.
Ganz toll. Und man kann Spiele scheinbar nicht beenden. Gut, egal, Karl. Sollst du doch mal wegmachen hier. So, Ping von 999, das ist doch schon mal super. Am besten gehe ich da drauf. New Zealand, da ist der Ping super. Egal, Karl. Egal, bevor jetzt nur noch 2 Stunden Spiel und es noch länger wird. Das war's mit einem kurz angespielt von Xenotic 0.6.0. Wird immer noch aktiv entwickelt. Und ja, also wer so Quake 3 Arena oder Unreal Tournament mochte, wird das Spiel vielleicht auch gefallen. Vor allem, weil es gratis ist. Und ich suche mir dann mal wieder nächstes Spiel, das ich mal wieder kurz anspielen kann. So in einem halben, dreiviertel Jahr dann mal. Reicht, man wollen sie ja nicht übertreiben, ne? Nicht, dass es noch in Arbeit ausatmet. Artet, nicht atmet. Ich atme Arbeit aus. Schrecklicher Gedanke. Aber egal. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.